Willkommen zur neuen Folge Schein. Ich nehme das Ganze heute mal wieder alleine auf, denn das ist man ja vom Wochenende schon gewöhnt. Wir haben Samstag und ich habe gestern eine etwas längere, härtere Nacht gehabt. Und daher machen wir das Ganze jetzt hier einfach mal immer alleine. Die letzte Folge, wer die gesehen hat, das werden wahrscheinlich so 90% von euch sein. Da ist alles geklärt und so. Also, das war einfach komisch, scheiße, am Ende fand ich zumindest. Und ja, jetzt nicht mehr, jetzt haben wir das so gesehen hinter uns gebracht. Und wir sind ja alles vernünftige Menschen hier, ne? Also, außer ich. Ich bin ein bisschen behindert, aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Ich schnapp mir jetzt eben diesen Helm hier, der Protection 3 drauf hat. Und dann suche ich meinen Sinister-Chat oder hat, weiß das noch? Ich weiß es nicht. Oder wo hab ich das hingepackt? Hab ich das hier gerade mit reingepackt? Keine Ahnung, ich würde eigentlich ganz gerne, nämlich, ja gut, wir haben ja unseren Rapier hier, denn hier sind mehrere Leute auf dem Server. Ich würde ganz gerne zu Riol und Balui gehen, aber ich glaube unser Teleport ist ja nicht meins. Ich glaube unser Teleport bei Riol und Balui ist ja, wie soll man sagen, weg. Ich habe mein Ding jetzt auch ins Knapsack gepackt. Ne, da habe ich keine Sinister-Schwert. Spawn, Universal Pad, Dungeon 4. Komme ich jetzt auf, das ist das unten. Gut, dann gehe ich jetzt zum Spawn und laufe den kleinen Weg zu Balui vielleicht auch einfach. Ich hoffe, er ist dann noch anzutreffen. Ich habe hier irgendwo Wegpunkt, Bastis-Region Balui, 200 Meter in die Richtung. Ich habe die Kristalleffekte gar nicht drauf. Scheiße, warum sind die denn weg? Hier ist ein Full-Charged Meteor Shield. Sieht man an dem Balken, der da ist. Woher auch immer die das haben. Ich denke mal, das wurde hierher geschummelt. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesehen, aber ich bin mir gar nicht sicher. Skyway Slime Island. Aber die Kristalleffekte holen dann einfach dahin und dann verprügeln wir Balui hoffentlich. Gib mir all diese Effekte hier. Und auf wie geht's. Wobei ich mir für Notfall einfach noch dieses Schwert hier raushole, falls das mit dem Rapier wieder wie gegen Weiß dann nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, vielleicht lag das gerade, dass wir Haste drauf haben oder sowas, aber ich bin überfordert. So, Spawn. Und dann 200 Meter in die Richtung. Das, ja, Rio Balui wird eine Stadtmauer gezogen. Wir machten das. Wir bauten hier die Stadt aus. Also, finde ich auf jeden Fall eine geile Idee. Das sollten wir vielleicht auch irgendwie helfen. Ich fände es sowieso ganz geil, wenn wir zumindest so eine etwas größere Stadt hätten oder sowas. Dass wir alle so ein bisschen Zusammenhalt auch haben. Auch wenn wir uns gegenseitig töten, aber. Ich meine. Wir könnten einfach. Auch größere Bases zusammen haben mit anderen Leuten oder sowas. Wir haben jetzt zu dritt unsere Skybase da, aber am Ende so 6, 7, 8 Leute wären, glaube ich, noch mit am coolsten. Oh, hier ist ein magischer Wald. Ist natürlich auch die Frage, ob dieses Riol und Balui Haus überhaupt noch Riol und Balui Haus ist. Das war ja hier irgendwo. Ich weiß aber nicht, ob Riol und Balui hier überhaupt noch sind. Oder ob die umgezogen sind. Mein Teleport haben sie auf jeden Fall zugebaut anscheinend. Okay. Da werde ich jetzt mal ganz kurz freilegen und das mitnehmen einfach. Ich darf ihre Blöcke nicht abbauen, ne? Scheiße. Ich kann es eh nicht abbauen, warum auch immer. Das wurde komisch resettet oder sowas. Dann lassen wir das Ganze. Wo haben wir denn hier Balui oder so? Ist der weggezogen? Ist er nicht hier? Ich habe keine Ahnung. Ist das hier nicht sein Haus, was er bauen will? Hier steht Baluis Hut. Hut. Ich sehe ihn aber auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich farmt der oder ist irgendwas suchen oder so. Schade. Ja, da ist Greatwood. Das könnten wir einfach mal mitnehmen. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir das einfach mal mit. Zumindest haben wir eine Axt irgendwie drin. Nee, aber durch Haste und sowas werden wir das schon abbauen können. Nehmen wir einfach hier mit. Da ist auch noch Silverwood. Das könnten wir auch direkt mitnehmen. Na gut, ist auch ein magischer Wald hier, ne? Aber das hier ist ja super. Nehmen wir einfach mal hier die unteren Teile mit. Weil Balui scheint hier nicht in der Nähe zu sein. Ich könnte ihn einfach. Fragen wir ihn nach irgendwas, ob wir irgendwas mit ihm tauschen wollen oder so? Nee, das wär asozial. So sind wir ja nicht, ne? Das würde ich ja nicht machen. So, jetzt haben wir hier erstmal 8 Greatwood, dann nehmen wir hier die Shimmerleaves mit. Und dann Teil hier ist irgendwo eine Narbe dran, eins die Teile. Es gibt das Silverwood, was so eine Art Narbe dran hat. Da ist so eine Auranote drin, eine ziemlich gute sogar. Die sollte man natürlich nicht abbauen, aber ja. Scheint sie nicht zu sein. Gut, Balui scheint ja auch nicht in der Nähe zu sein. Ich sehe keinen Namen oder sowas.
Dann heißt das wohl, dass wir wieder abhauen von hier. Schade, schade. Early Boy ist auch dabei, der Herr, der ist jetzt auch mit im Projekt. Mit dem will ich auch unbedingt mal aufnehmen. Ich muss nur schauen, dass wir das irgendwann hinkriegen. Hier ist ein Frostportal. Vielleicht ist Early Boy ja im Frost. Drei Portale haben die sogar schon. Und nee, vier, sondern ein Twilight Forest Portal. Ja, dann mal auf in den Eternal Frost und vorbeigeschaut. Aber ich sehe hier zumindest niemanden. Nee, auf Anhieb kenne ich hier niemanden. Das heißt, wir könnten eigentlich auch wieder gehen. Ich weiß halt nicht, wo sie hin sind. Ihre Bus stelle ich mir langweilig vor, dass die da jetzt wieder sind, aber wären, aber. Ja gut, dann auf zurück, dann haben wir hier nur unsere Zeit ein wenig verschwendet, aber wir haben es immerhin versucht, ne? Das ist das Wichtigste. Vielleicht können wir das Telepath-Barion bei Louis nutzen, ist mir jetzt auch egal, dann brauche ich die zwei Holz darüber ab. Aber das zuzubauen, das ist auch nicht nett, das macht man nicht. Das finde ich. Nein, das ist gemein. Ich schaue einfach mal eben. Falls es nicht gebaut ist, wieder zu und dann ist es ja egal. Aber eigentlich müsste das benutzbar sein, weil ich hab's ja hingestellt. Ja, Skybase Slime Island. Ich bin jetzt wieder hier. Da ist ein Loch drin. Da wollten wir, glaube ich, das Ding jetzt hinbauen. Die Glasscheiben oder sowas. Aber das weiß ich jetzt nicht genau. Wo haben wir denn unseren Zauberstab hingepackt, nachdem wir den hier hatten? Wir haben noch nicht genug Energie für die goldene Wand. Ja, das heißt, wir haben ihn ja wahrscheinlich in diese Kiste gepackt. Da ist er auch schon. Uns fehlt etwas Ignis. Dafür müssten wir natürlich farmen gehen. Oder, überlegen, mein Gehirn ist ein bisschen langsam. Oder wir müssten Auranote finden. Aber das haben wir beides zurzeit nicht. Wo ist denn unser Thaumometer? Jetzt muss ich auch mal ganz schön schauen. Thaumometer. Wir müssen uns davon eh noch mehr herstellen. Wir brauchen später eins für ein Deconstruction Table, den wir, glaube ich, auch schon erforscht haben. Wir brauchen eins für die Goggles of Revealing. Wir brauchen dann noch mehr für spätere Dinge, die ich nicht alle auswendig im Kopf habe. Also den Anfang von Zaumkopf kann ich auswendig, mehr oder weniger auch. Da weiß ich, wie wir was herstellen, was wir wie machen und so weiter. Aber später muss dann auch ich da einfach ins Buch reinschauen. Weil oft macht man das nicht. Wenn man es einmal gemacht hat, dann hat man es ja auch einfach gemacht und dann ist es ja vorbei erstmal. So, da unten können wir jetzt nicht so runterspringen, so einfach. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal. Ah, das ist wieder nicht unser Telepath. Wir gehen jetzt einfach mal eben hier lang. Ist halt die Frage, gehen wir jetzt in den Dungeon rein und farmen uns noch wieder dadurch ein paar Punkte oder nicht? Gehen wir in Dungeon 4 hier. Und schauen nochmal, ob hier Monster sind. Runter. Vielleicht ist hier was, vielleicht ist hier nichts. Wir brauchen eigentlich jetzt nur erstmal 8 Ignis-Punkte noch und dann haben wir ja erstmal. Oh, hier sind noch die Eisen, die ich gedroppt habe. Das heißt, wir könnten die dann gleich benutzen, da im Baum. Beim Bauen, nicht beim Baum. Und einfach mal schauen. Hier geht's tiefer runter, da ist ein Monster. Los, Spawn Monster. Ist irgendwas drin? Bisschen Essen nehme ich mit. Spawn. Ah! Oh! Hä? Unsichtbare Spinnen! Okay, dadurch, dass die keine Rüstung haben, ist das nicht so übertrieben. Unsere Effekte sind auch schon wieder weg. Haben wir Ignis bekommen? Nein. Also Ignis bekommt man speziell von Creepern oder sowas ganz gut und von den Zombies, die es so gibt. Ist hier? Nö, hier ist nix. Okay. Aber ich höre Zombies wieder. Diese Trankeffekte, da muss ich echt mal mehr drauf achten, weil irgendwie achte ich da nie drauf, dass wir uns die mal holen sollten. Dann gehen wir auch einfach auf die. Wenn wir die Effekte haben, gehen wir auf die Höllenebene einfach runter. Da haben wir ja unseren Teleporter hingemacht. Und können da einfach mal eben zwei Monster schlachten. Dadurch, dass die so übertriebene Rüstung und Effekte drauf haben, droppen die mehr Aspekt-Points. Weil übers Wasser zu schauen ist eigentlich, wenn man nur Aura-Noten sucht, immer ganz praktisch. Eigentlich spawnen recht viele auf dem Wasser. Beziehungsweise, die sind einfach zu finden, weil halt Wasser überall ist. Aber, was bist du denn? Ach, das ist der Dungeon. Aber gut, so wie ich mein Glück kenne, ist hier jetzt gerade einfach gar keiner. Ne, dann töten wir einfach den Squid, der hier gerade so dumm ist, damit wir ein bisschen was an Tintensäcken bekommen. Die werden wir nämlich später noch ganz arg brauchen. Und gehen dann hier wieder hoch und zurück. Und dann haben wir wieder noch keine Aspektpunkte bekommen. Nein. Das liegt doch wirklich nur in Ignis. Das heißt, wir könnten in die Hölle gehen. Und in der Hölle dann können wir. Das wäre ein Portal, hier habe ich abgebaut. In der Hölle dann können wir.
lasst mich überlegen. Da gibt's Feuernoten und alle Monster, die man da tötet, droppen auch Feuer Ignis. Also Sky bis Slime Island, wir holen uns kurz die Trankeffekte. Dann gehen wir dahin, dann machen wir uns den besseren goldenen Zauberstab wieder. Und dann kriegen wir es eigentlich auch noch locker hin, diese Arcane Levitate aus dieser Folge zu machen. So alle Effekte einmal holen. Und dann habe ich noch eine Axt nehmen wollen. Da ist eine so. Und dann gehen wir jetzt eben wieder auf unser Telepad. Und dann gehen wir zu dem Telepad bei Riol und Balui. Da ist nämlich auch ein Höllenportal gewesen. Das können wir einfach benutzen, müssen wir nicht zum Spawn jetzt gehen und da ewig lange suchen. Und was ist das? Ja, das ist es. Dann sind wir hier. Gehen hier raus. Und wenn wir schon hier sind, ich habe keinen Thermometer gerade dabei, können wir aber einfach nochmal eben ein bisschen was von dem Holz hier weiter... Da drin ist eine Auranote. Ja. Ich habe keinen... Also, oh, jetzt ist sie direkt kaputt gegangen. Das war eigentlich nicht meine Absicht, aber gut, dann haben wir jetzt wieder mehr Essenz. Wir brauchen später noch für Salis Mundis, heißt das. Da könnte man auch diese Mana-Bohnen nehmen, die hier, wie diese da oben. Aber das ist immer so eine Sache, weil die Mana-Bohnen echt langsam wachsen und da opfer ich dann lieber eigentlich 2-3 Essenzpunkte meistens. Sehen wir hier denn gerade mal irgendwo zufälligerweise so ein... Da ist eine Auranote unten, aber die ist zu weit weg. Und sonst hier irgendwo in den magischen Wäldern kommen die häufiger vor, soweit ich weiß zumindest. Aber das kann ich euch jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen. So, aber ich sehe hier nicht wirklich irgendwelche Auranoten. Ich weiß nicht, die werden auch nicht über so lange Distanz gerade angezeigt, habe ich das Gefühl. Also auch nichts, wo wir unseren Zauberstab dann aufladen könnten. Das heißt, wir sollten tatsächlich einfach in die Hölle gehen und da dann eben die paar Monster töten. Also dann haben wir genug Ignis für zumindest erstmal den goldenen Zauberstab. Den Rest können wir uns dann nochmal anschauen. Wir brauchen 50 Stück, glaube ich, für einen Infinite Furnace später. Das heißt, wir dürfen da nochmal farmen gehen, aber das können wir eigentlich auch im Livestream machen. Ja gut, dann auf in die Hölle würde ich jetzt mal eben sagen. Trankeffekte halten hier noch einen kleinen Moment. Und dann haben wir das Ganze auch. Was mir aufgefallen ist in Soundcraft, das Tainted Zeug, das bringt einem so gut wie gar nichts irgendwie. Also man kann es erforschen, man kann da Sachen machen, aber irgendwie am Ende bringt das ganze Taint nichts. Also es gibt nichts, was man daraus herstellt. Und da gibt es ein geiles Soundcraft-Add-on, das heißt Forbidden Magic heißt es, glaube ich. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Das fügt da eben mehr Sachen, es fügt auch neue Aspekte an und sowas. Das finde ich mega cool. Dafür muss man aber halt erstmal das wieder installieren und ich glaube, das sollte man vor der Weltgeneration machen, weil die Welten das weil die auch neue Shards einbauen, die dann generieren müssen und sowas und ich glaube, dass das im Nachhinein nicht geht. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, mit Holz in der Hölle zu bauen ist, glaube ich, das Intelligenteste, was ich mir vorstellen kann. Aber ja gut, die spawnen dann nicht mehr Monster gerade. Was ist das? Kein Zombie-Pigments, kein nix. Natürlich sollten wir uns euch nicht unbedingt mit Zombie-Pigments anlegen, aber warum auch nicht eigentlich? Ich meine, wirklich stark sind die jetzt ja nicht. Kann man sagen, was man will. Wir können das Quarz... Ah, das haben wir sogar schon erforscht. Also mit den Essenzpunkten, das ist echt cool, aber es ist auch echt nervig. Da kann man echt eine Menge Zeit mit vertrödeln. Oh Gott, wo finde ich denn hier mal irgendwie... eine Monsters oder zumindest eine Auranote. Das wäre ja was. Oh Gott, hier ist alles voller brennendem Boden. Können wir das noch analysieren? Ja, oh, das kann man. Ascheblöcke? Nee, die können nicht analysiert werden. Okay. Komisch. Normalerweise findet man hier voll viele, aber irgendwie jetzt hier auf dem Server, ich weiß nicht, ob das so eingestellt ist, damit man die nicht über so lange Distanz sehen kann oder so ein Kram, aber ich finde einfach keine. Wir finden keine. Hier ist. Das ist ein Lava-Monster, ja. Da ist Feuer und sowas. Da ist Kobalt, sogar ein bisschen mehr. Aber Aspektnoten sind hier nicht. Und genauso wenig sind die Monster. Was soll denn der Scheiß? Austrieb-Pigeons, genau, da haben wir schon wieder einen neuen. Es fehlt nur noch einer. Einen haben wir noch nicht in der Aufnahme gesehen. May gab es schon in einer der letzten Aufnahmen. Und dann gibt es auch noch einen Herren namens...
Wenig Kraft. Hallo! Vielleicht kann ich mit Austria auch eine Folge aufnehmen, weil. Na, müssen wir mal schauen. Aber. Vielleicht auch die nächste direkt. Das wären alles so Sachen, die musst du mir anschauen. Aber wir haben einfach in dieser Folge wieder mal nichts auf die Reihe gekriegt, weil ich einfach dieses scheiß Feueraspekt-Punkt-Zeug hier nicht voll kriege. Die spawnen keine Monster, die wir töten können. Hier sind keine Auranoten. Ist einfach gar nichts. Und ich raste gleich noch komplett aus, weil hier eben nichts ist. Wahrscheinlich haben die Leute die alle abgebaut oder so, die es gab. Das kann ich mir sogar voll gut vorstellen. Gott. Wo ist die hin? Die hätte uns Respektpunkte geben können, wenn sie getötet. Aber wir haben sie nicht getötet, weil sie uns ins Gesicht geflogen ist. Oh Gott. Hab ich mich erschreckt, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Kobalt, aber. Oh Gott. Nehmen wir das zumindest nochmal mit. Bringt ja nichts, wenn wir hier nur nach Aspektpunkten fahren und am Ende nichts finden. Sogar zwei Kobalt auf einmal. Schön. So. Ich werde einfach nicht schlauer. Ich finde einfach nichts Neues. Souls, dann können wir analysieren, das weiß ich. Da ist wieder dieses Magma-Zeug und all dieser mögliche Kram, aber hier sind nirgendwo Auranoten. Das ist zum Heulen. Kommt wieder Monster, das schreckt mich. Ich sehe es schon kommen. Ich höre es. Da ist ein Pinky. Ich weiß nicht, ob Pinky Aspektpunkte droppen. Komm her, Pinky. Ich habe keine Regeneration, sehe ich gerade nicht. Scheiße. Komm her, trau dich. Du bist auf Soulstand. Das heißt, unser Rapier kann ich relativ einfach zerfleischen. Droppst du Aspektpunkte? Nein, droppst du nicht. Ich dachte, wir haben extra dieses Add-on eingebaut, dass das Monster aus Lycanids, Mobs und so auch Aspektpunkte droppen. Aber anscheinend sieht das Spiel das nicht wie notwendig. Können wir hier ohne nichts abbauen. In der Höllenfestung, da müssten die aber eigentlich Monster spawnen, die uns. Pinky, schmeiß uns nicht runter. Nein. Es sind mehrere Pinkies. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Ein Regenerationsfleisch essen. Dann kannst du sterben. Also die geben sogar Regeneration 3 noch, das heißt, du könntest dir gar nichts so. Nee, aber sie droppen hier keinen Aspektpunkt. Das sehen sie nicht als notwendig an oder so. Das ist doch ein Scheiß. Wir finden jetzt sogar Monster, aber nicht die richtigen. Oh Mann, ich bin echt enttäuscht von dieser Hölle hier. Oder wurde die generiert, bevor Thaumcraft drauf war? Wurde Thaumcraft ausgestellt in der Hölle? Nee, jetzt kann ich mir alles nicht vorstellen. Es muss einfach nur ein Fehler in der Matrix sein. Oder sowas in der Art. Oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas von hinten erwischt, wird tot. Ardite, das können wir nochmal mitnehmen, wenn wir auch wieder hier sind, logischerweise. Die Höllenfestung sind alles nur solche Monster. Und keine, die Aspektpunkte droppen könnten. Wie Magma Cubes, Blazes, Wizard Skeletten und der ganze Kram. Alles nicht da. Was ist das denn für ein Scheiß? Wir finden hier einfach. Wir kommen nicht weiter hier in der Hölle. Es hat einfach nichts gebracht, dass wir eigentlich die ganze Folge hier waren. Das war schon die letzte Folge, die ich in der Hölle verbracht habe. Da haben wir ein bisschen Kobalt und Ardite gefunden, aber nichts von dem Zeug, was wir wirklich haben wollten. Oh, die Dornbüsche tun weh und das Feuer wieder rüber. Vielleicht finden wir jetzt ja, was richtig cool wäre, wenn wir jetzt wenigstens zum Abschluss der schönen Folge noch Vorteil etwas finden. Die Pinky sterben können und trotzdem noch boxen, ne? Die richtige Hackers. Komm her, Pinky. Kriegst auf die Schnauze, wenn du dich hier schon so schön verbuggst. Und du bist nie mal gestorben. Ja, dann. Jetzt muss ich wieder hoch. Oh Mann, wir sollten in den nächsten Folgen einfach wieder produktiver werden. Wir sollten einfach Monster farmen, wenn es Nacht ist und dann kriegen wir das Ganze auch schon hin. Gott, kann ich den Sprung wagen mit Espit-Fleisch hier? Ich weiß es nicht. Ich traue mich das jetzt, glaube ich, gleich einfach, weil ich habe keinen Bock, den Weg runter zu gehen. Was meint ihr? Wir schaffen das? Ja, das war nur ein halbes Herz, ein halbes Leben. Ich hätte gedacht, wir sterben zumindest fast. Aber das ist anscheinend nicht so gekommen. So. Wobei, wir können doch einfach die Aspektpunkte und alles. Da ist ja sogar wenig. Das heißt, es waren jetzt alle neuen Leute drauf. Krass. Das heißt, wir könnten einfach die Aspektpunkte auch im Livestream farmen. Das wäre viel einfacher, weil dann müssen wir ein paar Monster töten und dann haben wir es geschafft. Und so müssen wir jetzt hier zurückgehen. Und jetzt spawnen wir am Spawn. Was ein Scheiß. Hi. Auch nur zum Nile? Fragezeichen. Und jetzt müssen wir hier wieder durch die Gegend laufen.
Und wir finden einfach nichts. Das ist zum Heulen. Ich könnte einfach kotzen. Warte noch 2 Minuten. Ich will auch. Ah, hier ist noch ein Spawn-Telepad. Sind wir böse. Muha. Muha. Und dann gehen wir jetzt einfach nochmal zurück Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Ich werde einfach die Folge für morgen mit wenig gleich noch aufnehmen. Wenn er eh wirklich heute aufnehmen will. Wir gehen in dieses Universal Pad hier. Ne, das war das Falsche. Ne, das ist das Richtige. Sind hier Monster. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Hier sind auch keine Monster gespawnt. Hier spawnt einfach nichts vernünftig. Und ohne gespawnte Monster kriegen wir keine Aspektpunkte. Ohne den ganzen Kram kriegen wir keine Sachen. Und was ist das für ein Universal Pad hier? Das ist das im Dungeon. Hier spawnen Monster. Aber Spinnen droppen keine Aspektpunkte. Und den meisten... Baby Spider? Stirbt mal. In den meisten Fällen zumindest nicht. Beziehungsweise keine Feueraspektpunkte. Wir haben jetzt kein Ignis bekommen. Das heißt, wir müssten eigentlich andere Monster töten. Vielleicht spawnen. Das spawnt Zombies. Die sind. Was für auch immer, Kristall. Ich hab nur Angst, dass wenn da Zombies spawnen, dass die uns mit ihrer Rüstung oder so zerbersten. Weil das echt gut möglich wäre. Stormt erst noch. Jupp, gleich. Dann nehmen wir gleich noch eine Folge mit Veni auf. Der hat ja auch Ahnung von dem ganzen Kram. Vielleicht wird er einfach nach 2 Folgen schon mehr auf die Reihe bekommen haben als wir im ganzen Projekt auf ewig. Aber ja, das steht in den Sternen. Spinnen höre ich wieder, ne? Aber keine. Ne, sind sogar Skelette und nicht Zombies, die hier spawnen sollen. Dann spawnt jetzt mal. Kommt, ich warte auf euch. Nur auf euch warte ich. Bin extra für euch hierher gekommen. Ich nehme Fackeln hier eben schön raus. Das muss ja hier unten rein natürlich. Ich habe ein Skelett gehört. Ja, komm. Bitte, gib mir Ignis-Punkte. Gib mir Ignis-Punkte. Ich weiß, dass Skelette das droppen können. Aber, so wie ich mein Glück kenne, tun sie es nicht. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht können auch Spinnen das droppen. Und da bin ich einfach auf dem falschen... Was bist du denn? Oh, ein Rubin! Das heißt, wir haben einen neuen Stein für unsere Sky-Dimension. Also für den Weg in die Sky-Dimension. Da gibt es ja die verschiedenen Steine, die man haben muss. Um da hinzukommen. Wir haben 3 von 6 haben wir jetzt, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, hier spawnt auch nichts weiter. So ein Skelett eben gerade gespawnt. Spawn ich eigentlich 2, 3 auf einmal immer? So. Da ist noch ein Rubin, nehmen wir den einfach mit, dann kriegt kein anderer den. So. Da kommt eine Spinne, da kommt wieder Spinnen. Spinnen. Giftspinne, das fände ich nicht gut, wenn die uns boxt, weil wir haben gerade keine Regeneration drauf. So, aber kein Ignis. Nein, wir werden einfach von diesen Viechern kein Ignis bekommen. Und wenn wir nicht Auranoten finden, wüsste ich nicht, wie wir es sonst machen sollen. Allgemein, ich weiß jetzt schon nicht, wie wir es sonst machen sollen. Hier spawnt nichts von den anderen Viechern. Es gibt keine dummen Auranoten hier in der Nähe. Bis auf die eine, die wir kurz gesehen hatten mal. Da ist nichts. Hier ist nichts. Überall ist nichts. Und ich weiß einfach nicht, was wir da machen sollen. Das ist jetzt das Telepad hier. Wobei, es könnte auch weiß sein. Ich weiß aber nicht, welches ist. Wenn wir jetzt Far Far Away nehmen, dann kommen wir hier raus. Da hat jemand das ganze Zeug unter abgebaut, weil er dachte, er kann das Telepad dann droppen. Hier ist nirgendwo ein schönes Auranötchen. In der Nähe. Zumindest nicht, dass ich es sehen kann. Gleich werden wir von einem Monster von hinten überrascht. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass diese Jousts hier Auranoten droppen, Aura-Punkte droppen, weil das auch Monster aus Lycanids Mobs sind, so aus einem Add-on-Mob. Und die Add-on-Mods, die Monster-Mods droppen einfach keine Sachen, soweit ich weiß. Die machen aber schöne Geräusche, das muss man denen ja überlassen, ne? Das Jousts-Fleisch können wir aber mitnehmen, das ist nämlich eigentlich etwas, was uns, glaube ich, Speed 3 gibt, wenn wir es zu uns nehmen. Wir können ja, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir hier einfach was finden, muss ich echt sagen. Weil, was sollen wir sonst machen? Wir brauchen halt irgendwelche Punkte, Aspektpunkte, unbedingt. Ohne die können wir nicht weitermachen. Und wenn einfach keins von diesen Monstern spawnt, was uns Feuerpunkte gibt, dann brauchen wir eine Auranote. Und wenn keine Auranote da ist, das ist zum Verzweifeln. Ich weiß aber nicht, was wir machen sollen. In der ganzen Wüste ist nichts, kann aber auch sein, dass Weißes abgebaut hat, falls hier eine war. Und das ist Treibsand, da wollen wir nicht rein. Oh,
Ich werde dann jetzt einfach an dieser Stelle einfach mal die Folge beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann kriegen wir es innerhalb von 3 Minuten hin. Spätestens 3 Minuten, aber ihr werdet es dann schon sehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei. Muss ja dieses Mal, nächstes Mal wird es besser. Dann kriegen wir alles hin und dann, das läuft schon. Dann können wir uns auch endlich diese Arcane Levitators machen und den ganzen Kram. Und ich würde sagen, vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.